Hey Kinders und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey Tipps und Tricks bei Odyssey auf Albtraum. Die Luxe sind die Badasses der Tierwelt. Ihr wollt eigentlich nicht gegen sie kämpfen. Man kann selten sehr viele Hits auf sie anbringen. Wenn sie einen auf den Rücken springen, kann man das nur unterbrechen mit einer Fähigkeit oder wenn sie davon ablassen, was meistens sehr tot ist. Wie man hier sieht, Ausweichen ist bei denen andauernd drin. Also wirklich die Hits an den Mann zu bringen, wird unheimlich schwierig. Deswegen nach Möglichkeit lieber andere Sachen bringen, um gegen sie zu kämpfen, als den Nahkampf. Das kostet nämlich sehr viel Energie. Aus dem Gebüsch heraus kann man sie nämlich sehr sicher mit dem Bogen beschießen. Wie so viele andere Tiere auch, zieht man dabei gar nicht so wirklich die Aggro auf sich. Kann sie ohne Hindernisse beschießen. Das ist auch die einzige wirkliche Art, um Luxe zu besiegen, indem man wirklich Energie auch richtig schnell stacken kann. Weil der Nahkampf, wie gesagt, hat so seine Hindernisse. Welche, das sage ich euch natürlich auch direkt. Auch wenn ihr den Kampf gegen einen Einzelnen beginnt, werden es sehr schnell gerne mal mehr. Im besten Fall nur zwei, weil dann könnt ihr euch auf einen konzentrieren, am besten der weniger Energie habt, damit ihr noch Schaden an den Mann bringen könnt. Sind es nämlich noch mehr, seid ihr nur noch am Dodgen und könnt kaum noch Damage auf die einzelnen Viecher drauf bringen. Deswegen sucht da lieber schnell das weiter und beginnt den Kampf neu. Im besten Fall sieht euer Kampf gegen einen Lux in etwa so aus. Kurz und schmerzlos. Andernfalls, wenn ihr Kampf begonnen habt, werdet ihr feststellen, dass auch eure Fähigkeiten ausgewichen werden kann. Es gibt noch einen cheesy Trick, in dem ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnt. Und das ist, indem ihr durch ein ganzes Rudel Luxe durchlauft. Das war jetzt nicht ein ganzes Rudel. Und durch viel Dodgen diese in ein Lager holt. In diesem Fall ein Lager der Anhänger des Ares. So könnt ihr die Soldaten dort schon mal vorschädigen. Wenn es genügend Luxe sind, können diese sogar das ganze Lager aufräumen. Dann braucht ihr nur noch mit dem Bogen von einer erhöhten Position auf sie schießen und das Ganze ist beendet.